Der R8 als Coupé und als Spider ist an sich schon eine Herausforderung. Und die Aufgabenstellung war es nun, den e-tron GT als viertüriges, vollelektrisches Gran Turismo in diese Linie zu integrieren. Wie konnte das gelingen? Zum einen haben wir die Linie erweitert von 16 auf 36 Takte im laufenden Betrieb der R8-Fertigung. Das Ganze war natürlich nur möglich, indem wir virtuelle Methoden genutzt haben, um diese 36 Takte dann außerhalb der Linie in einer virtuellen Umgebung zu erproben, auszuplanen und vorzubereiten. Den eigentlichen Umstieg haben wir dann in einem kleinen Zeitraum im Herbst vergangenen Jahres bewältigt. Wir nutzen innerhalb der Montagelinie weiterhin auch die virtuellen Möglichkeiten, indem wir unsere Hilfsmittel, alle oder sehr, sehr viele davon, mit dem 3D-Druck realisieren. Das macht uns auch sehr, sehr schnell in der Anpassung bei Veränderungen oder Ideen unserer Mitarbeiter. Naja, ein sehr, sehr gutes Beispiel für so einen orchestrierten Takt ist die Hochzeit. Na, was versteht man unter der Hochzeit? Die Hochzeit ist die Station, in der der Antriebsstrang aus Batterie, Vorderachse, Hinterachse, Fahrwerk und Kühlsystem mit der Karosse gefügt wird. Die Hochzeit ist in jeder Montage ein sehr, sehr besonderer Takt. Für den e-tron GT haben wir diese Hochzeit im Takt 20 realisiert. Im selben Takt mit denselben Mitarbeitern wird für den R8 das Fahrwerk verbaut. Und diese Herausforderung, eben einmal die komplette Hochzeit abzuwickeln und einmal das sehr komplexe Fahrwerk des R8 zu montieren, ist die Herausforderung an die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind das Herzstück einer Montage, ganz besonders einer Montage wie dieser in der Manufaktur. Und die hohe Motivation und die Flexibilität unserer Mitarbeiter ist einzigartig. Dafür gebührt ihnen ein sehr, sehr großer Dank.